Hi, herzlich willkommen heute zum wunderbaren Thema Schlank im Schlaf. Ich nehme an, die meisten unter euch kennen das oder haben es schon mal gehört. Schlank im Schlaf ist ein Buch, was irgendwie 2008, glaube ich, erschien von dem Internisten Dr. Med Detlef Pape, was den Leuten verspricht, wie der Titel schon sagt, dass sie im Schlaf abnehmen können. Und in diesem Video soll es darum gehen, warum das Konzept nicht plausibel ist. Oder wie ich es nenne, Schwachsinn ist. Ich kam da drauf, weil jemand unter eines meiner älteren Videos geschrieben hat, ich mache das, was Dr. Pape sagt und Dr. Pape hat Erfolg und deswegen mache ich das. Punkt. Und ja, der hat tatsächlich da, also das Konzept funktioniert. Er behauptet in seiner Theorie halt, dass wenn man abends keine Kohlenhydrate mehr isst, man abends kein Insulin mehr ausschüttet, deswegen der Körper die Möglichkeit hat, über Nacht quasi in Abwesenheit von Insulin, weil Insulin ist ja ein Speicherhormon und je höher der Insulinspiegel, desto weniger löst sich Fett aus den Fettdepots des Körpers. So kann man dann im Schlaf einfach nur, wenn man abends keine Kohlenhydrate gegessen hat, abnehmen. Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären, warum ein Schulmediziner ein derart hanebüchenes Konzept erfinden oder unterschreiben kann. Weil ich nicht verstehe, warum er nichts über die Eigenschaften des Insulins weiß. Also das eine ist halt, das Insulin wird pulsatil freigesetzt, was bedeutet, die Bauchspeicheldrüse entscheidet von Abhängigkeit der Situation des Körpers, in der der Körper sich gerade befindet, ob Insulin ausgeschüttet werden muss oder nicht. Wenn wir zum Beispiel schon was Süßes auf der Zunge haben, in dem Moment gehen Nervenbahnen, Rezeptoren und so weiter zwischen Bauchspeicheldrüse und Zunge hin und her. Ah, hier kommen Kohlenhydrate, wir müssen ziemlich bald Insulin ausschütten. Das passiert aber auch, wenn die Leber zum Beispiel Gluconeogenese, also neue Synthese von Kohlenhydraten praktiziert und wenn die Leber diese dann in den Blutkreislauf lässt, also wenn im Blut festgestellt wird, ah, hier ist ein hoher Zuckerspiegel, auch da kann die Bauchspeicheldrüse darauf reagieren und entsprechend Insulin ausschütten, wenn dieses gebraucht wird. Das heißt, wenn wir nun davon ausgehen, dass es ungefähr 24 Stunden dauert, dass Nahrung von Mund bis Anus transportiert werden muss, dann reagiert die Bauchspeicheldrüse in dem Moment, wo es bei uns auf der Zunge ist. Die Bauchspeicheldrüse reagiert aber auch, wenn es im Dünndarm oder im Dickdarm ist und von da noch Zuckermoleküle vom Darm übergehen ins Blut. Das heißt, wir werden, außer wenn wir fasten, in 24 Stunden definitiv absolut gar keine Phase haben, in der wir kein Insulin ausschütten müssen, weil keines im Blut ist. Selbst wenn, eigentlich ist es ja so gedacht, über Nacht, wenn wir nichts essen, macht die Leber oder beziehungsweise setzt die Leber ihr Glykogen frei, sodass darüber Zucker ins Blut kommt. Und auch da muss die Bauchspeicheldrüse Insulin ausschütten, damit dieser Zucker in die Zellen kann und dort als Energie, als Brennstoff verwendet werden kann. Also schüttet die Bauchspeicheldrüse 24 Stunden am Tag Insulin aus. Und sie schüttet das nicht nur aus, wenn wir Zucker essen, sondern sie schüttet es auch aus, wenn wir Eiweiß essen. Sie schüttet es auch aus, wenn wir kurz- und mittelkettige Fettsäuren, zum Beispiel Kokosöl, essen. Natürlich schüttet sie das dann nicht so stark aus, wie wenn wir Zucker pur essen oder wenn wir Weißmehl pur essen. Und auch sonst nichts drin in der Mahlzeit. Das heißt, je höher der glykämische Index, desto höher ist auch die Insulinantwort. Aber sowohl eine Eiweißmahlzeit als auch eine Fettmahlzeit schüttet auch Insulin aus. Und laut Dr. Pape würde das bedeuten, wir können abends eigentlich gar nichts essen und dürfen auch über Nacht nicht unsere Glukosereserven aus der Leber entleeren, weil wir nur dann kein Insulin ausschütten. Unabhängig davon hat Insulin eine Halbwertszeit von 5 Minuten. Das heißt, in dem Moment, wo die Bauchspeicheldrüse, also ich esse jetzt was Süßes, ich esse ein Bonbon, meine Bauchspeicheldrüse reagiert, dass da
Insulin freigesetzt werden muss, dann ist das Insulin, was hier freigesetzt wird, in 5 Minuten ist noch die Hälfte davon da. Das heißt, das ist ein unglaublich fein abgestellter Mechanismus. Es wird wirklich immer nur so viel ausgeschüttet, wie gerade gebraucht wird. Und nicht mehr. Mehr wird dann ausgeschüttet, wenn man insulinresistent ist oder halt wenn man fett ist oder wenn man Typ-2-Diabetiker ist. Dann ist das ein Problem. Dann wird mehr ausgeschüttet, als gebraucht wird, weil der Zucker ja nicht in die Zellen reingeht. Das heißt, es ist schlussendlich völlig scheißegal, was ich abends esse. Wenn ich nämlich zum Beispiel eine Kohlenhydratmahlzeit esse, dann ist die, wenn wenig Fett dran ist und wenig Eiweiß, viel, viel schneller durch den Magen durch. Also dann ist die nach einer Stunde, nach anderthalb Stunden ist die aus dem Magen raus. Wohingegen, wenn ich abends eine schwere Fleischmahlzeit esse, die vielleicht 5 Stunden im Magen bleibt und die ganze Verdauung erschwert. So wird dann vielleicht über den langen Zeitraum von, keine Ahnung, 18 Uhr bis 2 Uhr nachts, in der das Fleisch im Magen ist, weiterhin Insulin ausgeschüttet und vielleicht sogar mehr, als wenn ich eine kurze Kohlenhydratmahlzeit esse, also eine Mahlzeit, die nicht so lange in meinem Magen bleibt, aber vielleicht auf einen Schlag erstmal ein bisschen mehr Insulin braucht. Dafür aber halt auf die Dauer nicht so viel. Und wie gesagt, 24 Stunden am Stück schüttet die Bauchspeicheldrüse immer, egal ob ihr esst oder nicht und egal was ihr isst, Insulin aus. Ihr werdet niemals in den Zustand kommen, dass kein Insulin ausgeschüttet wird. Und das Fett, was ihr in euren Reserven habt, irgendwie ungehemmt in den Blutkreislauf kann und da verbrannt wird. Oder so. Ja, also das mit dem Insulin, das ist einfach nicht plausibel. Was natürlich plausibel ist an Dr. Papes Programm, ist, dass er seinen Anhängern empfiehlt oder verbietet, mehr als 1800 Kalorien zu essen und dass er ihnen empfiehlt oder vorschreibt, 3-mal die Woche Sport zu machen. Und ich nehme auch ab, wenn ich nur 1800 Kalorien esse. Und ich halte das auch nicht lange durch. Das heißt, schlussendlich ist die Insulin-Trennkost oder Schlank im Schlaf ein stinknormales Diätprogramm. Aller, wir schrauben die verzerrten Kalorien runter und wir steigern die Kalorienverbrennung. Aber das Schlank im Schlaf zu nennen, das geht gar nicht. Das hat mit Schlaf überhaupt nichts zu tun, das hat mit Insulin auch nichts zu tun. Das hat einfach nur damit zu tun, dass weniger gegessen werden muss und dass mehr Sport getrieben werden muss. Und Schlaf ist das nicht. Das ist richtig, richtig anstrengend. Denn wenn ich nur 1800 Kalorien esse, dann habe ich nach 3 Wochen einen ziemlich starken Hunger. Einen stärkeren, als ich ihn sonst hätte, wenn ich mehr esse, weil ich dann unterkalorisch bin. Ja, und deswegen ist Schlank im Schlaf Blödsinn. Es sei denn, ihr wollt eine ganz normale, semi-restriktive Diät machen, um abzunehmen. Ja, das war's für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, dann abonniert mich gerne hier. Ansonsten sage ich ciao, bis bald, eure Silke.